Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Heute möchte ich euch ein weiß-grünes Deck vorstellen, wobei der Fokus eigentlich auf grün liegt. Und das nennt sich Das Abenteuer wartet und hat mit einer alten Edition zu tun, die jetzt nur noch im historischen spielbar ist, sprich im aktuellen Turnierformat nicht mehr spielbar, aber mit trotzdem alten Formaten schon. Und ja, es hat eine Kombination drin, die es eigentlich massiv tödlich macht. Und deswegen wird die mehr oder weniger verboten. Und zwar wird von Wallstedt und vierblättriges Kleeblatt zusammen mit den ganzen anderen Effekten. Denn der wird von Wallstedt. Für einen Mana 1:1. Immer wenn du einen Kreaturenzauber mit einem Abenteuer ziehst, ziehe eine Karte. Und vierblättriges Kleeblatt. Immer wenn du ein Abenteuer spontan Zauberei oder Hexerei wirkst, dann kopiere sie und du kannst neue Ziele bestimmen. Das heißt, was bietet sich an? Man packt die beiden in den Deck. Sucht sich irgendwelche Kreaturen, die gleichzeitig Abenteuer haben, das zeige ich gleich. Und spielt man das Abenteuer, dann kann man ganz oft das wirken und spielt man danach die Kreatur, weil man darf ja beides in dem Fall, sagt ja die Regel, dann darf man Karten nachziehen. Und das heißt, dieses Deck hat ein unglaublich exponentielles Wachstum. Ihr seht, es startet eigentlich erst richtig bei 3 Mana. Rokdava. Zum Beispiel diese Rosenblond-Tempeldienerin, die ist ungern gespielt, weil ihr Effekt, ihr Abenteuer, also man kann ja diesem immer einmal als Abenteuer und einmal als Kreatur spielen danach. Ihr Abenteuer ist, erzeuge Mana beliebigen Farbe. Das heißt, es kostet einen grünen Mana, wie ihr seht. Das heißt, man wandelt es normalerweise um. Haben wir, ich übertreibe mal, vierblättrige Kleeblätter draußen. Dann wird der Effekt viermal kopiert. Das heißt, wir zahlen ein Mana und bekommen 5. Haben wir 4 Mana gut gemacht. Ziemlich krass. Auch das verliebte Biest. 3 Mana, 5:5 ist geil. Der Effekt ist, das verliebte Biest kann nicht angreifen, sei denn du kontrollierst ein 1:1 Kreator. Gut, dann hat es immer noch einen geilen Block für 3 Mana. Für 1 Mana kriegt man einen Spielstein. Mit dem Kleeblatt können wir das massiv kopieren. Das Salzross wird immer stärker, umso mehr Abenteuer wir spielen. Eichenhain Waldläuferin. Eigentlich hat die Ankammer gar nicht verdient. 2 1:2 also Menschen Kreaturspielsteine. Und selbst hat 2:2 im Effekt tappe sie alle Kreaturen +1/+1. Ihr seht, schon hiermit, das da plus das mit Kleeblättern können wir den Gegner überschwemmen. Das einsame Einhorn ist an sich wirklich eine relativ schlechte Karte, muss man sagen. Aber es passt trotzdem hier gut, denn für 3 Mana kriegt man einen 2-2 Ritter mit Wachsamkeit. Kopiert man das mit dem Kleeblatt? Halleluja. Und dadurch, dass wir Kreaturen da noch spielen mit dem Wirt, ziehen wir ordentlich nach. Der Baumhirte, auch sehr, sehr teuer. Man legt 2+1/+1 Marken auf eine Kreatur der Wahl. Problem, das ist eine Hexerei und damit ist es eigentlich nicht mehr so geil. Allerdings kann man trotzdem sehr schnell starke Kreaturen machen. Ziemlich geil ist der Bohnenrangriese. Mit 7 Mana ist er echt teuer, also für den meisten Magic-Spieler ungeeignet. Sein Geizeffekt ist aber seine Hexerei. Für 3 Mana suchen wir uns ein Standardland raus und bringen es ins Spiel. Und wenn wir das kopieren, ich übertreibe das jetzt mal. Du suchst deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringst sie ins Spiel und mische danach. Haben wir also nur 2 Kleeblätter draußen, suchen wir uns 3 Standardländer für 3 Mana raus, die enttappt ins Spiel kommen. Und dann können wir quasi, haben wir das quasi gemacht, ohne zu spielen. Und dann eher selbst, Stärke und Widerstandskraft sind Anzahl Länder, die du kontrollierst. Damit dünnen wir unser Deck massiv aus. Wir holen uns alle Standardländer am besten raus. Ihr seht, da sind noch nur Standardländer drin. Und ziehen danach nur noch restliche Karten. Auch geil ist der große Steinkreis in dem Deck. Ich meine, der ist sowieso immer fast geil. Ich lese den trotzdem mal vor, für den, die es nicht kennen. Für 9 Mana, sauteuer, der wird aber billig. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken x weniger, weil x gleich der höchsten Stärke unter den Reaktoren ist, die du kontrollierst. Das kann der Bohnenrankenriese sein, aber mit seiner Fähigkeit hier, mit +1/+1 Mana zu verteilen, zum Beispiel das verliebte Biest, kann man einen dritten Zug draußen haben. Da hat er 5:5, 5 Mana weniger, kostet er nur 4, können wir den vierten Zug spielen. Und dann hat alles, tappe es, erzeuge 2 Mana und 2 Lebenspunkte. Und wenn ein Nicht-Spielstein-Kreator in dein Kontrollspiel kommt, legt eine +1/+1 Mark auf sie und ziehe eine Karte. Das heißt, wir können auch hier wahnsinnig Mana nachziehen oder Allgemeinkarten. Deswegen, das ist eins der geilsten Decks, aber wie gesagt, aktuell nicht mehr erlaubt. Trotzdem zeigt es euch natürlich, weil in den alten Formaten dürft ihr sie natürlich trotzdem noch spielen, beziehungsweise unter Kumpels oder so, persönlichen Herausforderungen, alles kein Thema. Fangen wir am besten direkt an. Unser erster Gegner ist Snuckobutz. Mal schauen. So, Problem ist, wir haben nichts auf der Hand. Also weder unser Kleeblatt noch unserem Wirt. Man kann normalerweise damit auch so spielen, aber wir befinden uns hier in der Platin-Liga, also in der höchsten Liga. Da bringt es eigentlich nichts, ohne eins davon anzufangen. So, hier haben wir jetzt den Wirt. Alles andere ist okay. Einen von beiden sollte man haben, ansonsten
Karten an der Platin-Liga nichts mehr zu melden. Erstmal Hallo. Beinahe wieder vergessen. Zu ihrer ersten Fähigkeit bringt uns nichts. Aktuell, weil wir nur den draußen haben, oder? Genau. Das ist natürlich ein riesen Nachteil, mit einer Karte weniger anzufangen. Das ist ziemlich gut, das ist Common. Okay. Normalerweise sind solche Karten mindestens rare. Da es keine Bedingung hat, wäre es sogar nie. Aber gut. Ist wohl so. Ist zudem auch noch verschneit, bringt also noch für verschneite Kreaturen einen Bonus. Jetzt gebe ich im Kopf, dass das Common ist. Ohne irgendeinen Nachteil. Nur das getappte Spiel kommt. Was nicht so ernsthaft als Nachteil zu werden ist. So, wir müssen ein bisschen nachziehen. Zack. Deck ausdünnen. Die Länder, die er kontrolliert, bringen alle Farben. Na gut. Ah, du brauchst sie auch. Gut. Ja, der ist toll. Ist auch noch ein Weg, langer Weg, ehe wir den spielen können. Greifen natürlich nicht an. Warum? Wir sind nicht verrückt. Hören sie allerdings direkt raus. Irgendwelche Effekt brauchen wir nicht. Nur sein brauchen wir, damit wir Karten nachziehen können. Das ist natürlich schlecht. Aber okay. 7 Mana, 3, 4, 5. Sie bringt auch Mana, ne? 6, nächstes Zug 7. Nächstes Zug, wenn nichts passiert, können wir den Steinkreis raushauen. Da haben wir erstmal einen schönen Push. Was ist das? Okay, im Wald einfach. Klar, hier durch. Ist eher alles bunt bei ihm. Oder ihr. Ah ja. Er ist auch ganz nett. Auch hier sparen wir uns das Angreifen. Der ist viel wichtiger. Und auch wenn wir nichts spielen können, sollten wir das immer raushauen. Allerdings machen wir das spontan. Weiß bringt trotzdem Leben, wenn wir es tappen. Lege bis eins auf deine Kreatur. Immer wenn eine oder mehrere bis eins auf eine Kreatur gelegt werden, lege ich schon viele auf das Ding. Zumindest übrigens, 20 oder mehr, gewinnst du die Partie, okay? Das heißt, wir spielen jetzt unter extremem Zeitdruck. Jojo, komm durch. Ich vermute mal, der wird uns den gleich wegcountern. Der hat noch so viel Mana übrig. Das stinkt regelrecht nach einem Counter. Mal gucken, ob wir den hier mit locken. Ah, es reicht dann nicht mal. Doch, mit ihr. Oh, ich bin so überrascht. Hätte mit dem Counter an dieser Stelle gerechnet. Ach ja, ich greife natürlich nicht an, weil dann fehlt uns Mana für den. Mal sehen, ob er noch was countern kann. Zwei Mana hat er ja noch. Nö. So, jetzt haben wir schon mal einen schönen Druck. Das ist natürlich das Blödste, was uns passieren kann, dass wir es nochmal ziehen, denn es ist legendär. Aber gut, vielleicht macht das irgendwann kaputt, dann können wir es nochmal raushauen. Ja, der seht jetzt aber schön, dadurch, dass es 8 Angriff hat, kostet es quasi 8 farblos weniger. Halt auch, wenn es nur 7 hat. Machen wir ihn ein bisschen stärker noch. Wir sollten uns noch ein grünes raussuchen, davon fehlt zu uns noch ein bisschen. Ich glaube, ich werde mich auch hüten, den jetzt zu spielen, solange der noch Mana hat. Könnte er den countern. Das ist besser, wenn wir dann, wir haben ja genug Mana, zwei Sachen am Stück raushauen irgendwann. Weil ich würde gerne die Karten nachziehen, so ist es nicht. Aber dennoch müssen wir ein bisschen präventiv schauen.
Aber gut, das heißt, wir dürfen jetzt raushauen, weil er kann nicht kauen damit. Ich denke, das war ein strategischer Fehler von ihm. Haben wir noch. Oh, wir haben sogar noch Mana fürs Kleeblatt. Ja, wie geil. Ja, jetzt haben wir zwar nicht mehr sinnvolle Sachen auf der Hand, aber wir haben eine gute Basis. Klar, wenn er jetzt eine Flechtzerstörung raushaut, dann ist es vorbei. Da er alle Farben hat, ist alles denkbar. Das heißt, wir können uns sowieso auf nichts vorbereiten. Ist nur eine Hexerei. Wer ist am schönsten mit jemand, der Wachsamkeit hat? Okay. Das heißt wohl, er hatte nichts Passendes mehr auf der Hand. Ja, und das war unser erster Sieg. Noch habt ihr das Deck nicht in der Höchstform erlebt, aber ihr seht, es ist schon ziemlich cool. Unser zweiter Gegner ist Mind84. So, mal schauen. Alter, hat er ein fettes Deck. 190 Karten. Ja, das ist jetzt nicht gerade die beste Starthand. Allerdings können wir den Land rausholen. Nee, das ist... Wenn wir hier was rauskriegen. Aber vielleicht haben wir Glück und ziehen einen der anderen Karten nach. Darauf müssen wir ja quasi spekulieren. Wir versuchen es einfach. Immerhin. Es sind 8 Karten drin, die uns weiterhelfen. Die Chance also bei jedes Mal ziehen aktuell 8/53. Gut, lässt sich schwer ausrechnen. Aber sagen wir das also kurz. Wir müssen mal 2 rechnen. 1600stel, vielleicht 1700stel ungefähr. Also sagen wir, die Chance ist 17-18%. Ist jetzt nicht so prall, aber auch nicht so unwahrscheinlich. Ich bin ja froh, dass wir kein Deck-Tot-Deck gerade spielen. 184 Karten wäre eine spannende Partie. Boah, Glück gehabt. Vierblättrige Kleeblatt. Okay. Mit 3 Mana. Das heißt, 2 Zug das raus, dann Länder raussuchen und dann ziehen wir ab hier. Schwarz. Das heißt, wir dürfen mit 4 Zerstörungen rechnen. Ja, wahrscheinlich 5 farbig. Vierblättiges Kleeblatt. Sei willkommen, mein Freund. So, jedes Abenteuer wirkt jetzt 2-mal. Das ist doch schon mal gut. Rottender Ghoul, das war doch der, der minus minus, genau. Was macht das? Ich kann keiner leben. Ein Runde Dino und ein Menschensoldat. Ist egal, wir suchen uns jetzt erstmal Land raus. So, was ich würde sagen, eine Ebene. Und den zweiten nehmen wir in den Wald. In den Wald können wir direkt uns noch 2 Spielsteinchen machen. Ich glaube, in dem Plan sind beide Spielsteine kaputt. Ist aber wahrscheinlich relativ egal, denn früher oder später wird das eh passieren. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 2 oder weniger. Naja, das hat sich nicht gelohnt. Kannst du entweder eine Kreatur in der Spiel durch die Abschicke einen Friedhof einsehen, das ist eine Wahl. Okay. Weil wir blocken natürlich den hier, weil sein Effekt tut uns relativ wenig weh dann. Kriegt halt einen Schatz. So, ein Gegner war zwei Karten auf seiner Hand auf 5 Stunden, wenn die weder Kreatur noch ein Land ist, der wirft sie ab. Das heißt, der wird uns einen großen Steinkreis abwerfen. Können wir das irgendwie verhindern? Der kostet x weniger, wobei x die Stärke Kreatur ist. Also das Billigste, was wir haben, wäre der hier. Da hätten wir noch 2 Mana über. Das würde 5 billiger werden, wäre 4 Mana. Wir können es also quasi, simpel gesprochen, nicht verhindern. Also nehmen wir es hin. Von dem raus. So 4 Mana, wie investieren das am besten? Ich würde vorschlagen, wir spielen den. Ich kann eine Karte nachziehen. Hätte das besser sein können. Also erstmal einen fetten Blocker oder auch Angreifer. So, er haut den großen Steinkreis weg. Im nächsten Zug löscht unseren Friedhof. Ist zwar natürlich schade, weil der geil ist. Wir werden ihn jetzt nächsten Zug spielen können, weil er jetzt draußen ist. Aber gut. Ein Mana wäre natürlich da. Zerstörung Kreatur deiner Wahl. Kann ich nicht lesen.
Wenn man in diesem Zug eine Kreatur blockt, verliert der Beherrscher einen Lebenspunkt. Okay. Ich würde trotzdem trocken, weil ich krieg so oder so einen Schaden. So mach ich auch noch was kaputt. Also. Geil wäre natürlich jetzt wirklich noch ein sechstes Mana, weil dann könnten wir zwei, drei Mana-Sachen raushauen. Hm, pass mal auf, wir hauen den raus. Dann können wir nämlich angreifen. Machen wir schon mal ein bisschen Druck. Ist natürlich schön, dass wir den jetzt wiedergezogen haben. Haben ein bisschen Card Draw und er ist langsam arm an Karten. Idealerweise für 4 Mana könnten wir auch den raushauen. Ich glaube, das machen wir auch. Sparen wir uns halt Mana. Und das kommt eh nicht zum Tragen, wenn wir nicht ein Abenteuer werden würden. So, und statt 2 Spielsteine bekommen wir jetzt halt 4. Ja, die kommen weg. So, ich erwarte, dass vielleicht das Spiel kommt. Immer wenn eine Kreatur der Knoll des Versammelspielers ins Spiel kommt, verliert das Spiel ein Leben und er kriegt ein Leben. Ja, das ist natürlich gegen unser Deck ziemlich nice. Das wäre natürlich krass, wenn es spontan sauber wäre, weil da könnte man mal jemanden retten. Den 5 Mana spielen bringt nichts, weil es nicht erst nur, wenn der richtig draußen ist. Das gilt allerdings für alle. Deswegen werden wir, behaupte ich jetzt zumindest, den raushauen. Wo ich hätte, wie gesagt, einen Mana gern noch. Das heißt, wir könnten durchaus den raushauen. Und buffen. Oder so. Ich habe natürlich jetzt Angst, dass gleich eine Flächenzerstörung kommt. Das Mana würde reichen. Aber das sind so Sachen, die muss man dann leider im Kauf nehmen, wenn es passiert. Sie dürfen alle gern angreifen, aber du nicht. Was meint ihr? Wir lassen es besser, oder? Ja, ich habe Angst, dass eine Flächenzerstörung kommt. Wir lassen es lieber. Dann haben wir wenigstens noch ein paar Sachen auf Vorrat. Wenn doch mal was passiert. Okay. Mhm. Also, ich brauche mal halt keine Flächenzerstörung, weil die hätte er jetzt rauskauen. Also, andere wäre ja dumm gewesen. Das heißt, wir werden jetzt ganz herzhaft angreifen. So, für 6 Mana. Den haben wir raus. Wir können jetzt sogar 7, also wir können jetzt sogar noch 4 Mana draus machen. Und das machen wir auch. Dadurch, dass wir nämlich das umwandeln. Zack. Das können wir zweimal. Das heißt, das erste ist plus minus 0. Das zweite bringt uns eins mehr. Und dadurch können wir dann noch den raushauen. Mit dem wir dann mit dem Tappen-Alkerkorn verstärken können von uns. Diese Raum fliegend, Eilers, Inferno-Sturm, ein plus ein bisschen des Zuges, wenn seine Stärke auf diese Weise fühlt sein Ziel ein war, 20 Schaden zu. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt was raushauen, damit der wenigstens 5-5 wird, falls er blockt. Das heißt, es muss eine Kreatur sein, die schon was durchlebt hat. Sprich, wir schmeißen jetzt die hier raus. So, und wir können mit denen, mit allen angreifen, weil selbst wenn er den blockt und der auf jeden Fall kaputt geht, wäre er tot. So verliert auf jeden Fall den Drachen.
Und der hier kommt auf jeden Fall durch. Genau. Jetzt machen wir alle plus 1 plus 1. Zack. Ja, nächster Zug wird er tot sein. Das hauen wir aber trotzdem noch raus, sicherheitshalber. Trigger 2 mal, da haben wir noch 2 Spielsteine mehr. Achso, ja klar, die überleben. Ich verstehe nur noch nicht, was das mit diesem großen. Okay. Da hat er aufgegeben. Ja, dann war das jetzt unser zweiter Sieg. Unser dritter Gegner ist Mordred. Hey, den habe ich schon ein paar Mal gespielt. Der war eigentlich immer ziemlich krass drauf. Oh je, und dann auch noch das als Stadthand. Also gut, wir haben 3 Mana, Entschuldigung, ich will nicht meckern, Verzeihung. 3 Mana ist ja schon ziemlich geil, allerdings ohne einen unserer Booster, sprich ohne den Tavernenwirt oder den, ich weiß gar nicht, wie es heißt, die Zauberbohnen, jetzt kam ich drauf. Puh. Ja gut, wir müssen es versuchen, ne? Wenn wir schon mal 3 Mana haben. 3 Mana, der hat 6. Ah. Wird schwer. Das wäre der nächstbeste Cardrobber, ehe wir den rauskriegen. Ja, nutzt nichts. Momentan wandelt sie nur Mana um. Aber wir wollen ja gerne irgendwann da mehr Mana generieren. Okay, ich vermute blau-weiß, er spielt Decktod oder Fesslung. Und wenn Optionen drin sind, meistens Decktod. Ich weiß es, ich spiele auch gerne Decktod. Was machst du eigentlich? Oh, du kläffst nur quasi. Okay. Ach, nur ein Mana? Das ist aber auch unbefriedigend, oder? Zerstöre alle Kreaturen. Ja, gut. Ich spiele vielleicht Zerstörung. Aber das mag ich dann solche Spieler nicht. Die spielen auch mit einem Mana, nur weil sie ihre perfekte Kombination haben. Das sind dann solche Hop- oder Flop-Decks. Ich mag das immer nicht. Ich hoffe, er zieht jetzt noch einen Mana. Also, natürlich habe ich nichts gegen Gewinnen, aber es soll schon verdient sein. Und wir warten. Okay. Ja, ist auch, das ist durchaus legitim. Schauen wir uns natürlich wieder raus. Wir wissen jetzt auch, dass er Flächenzerstörung hat. Das heißt, wir halten unsere Kreaturen auf Minimum über seinen. Ist der Verlust ja nicht allzu großes. Aber wie es aussieht, zieht er immer noch kein Mana. Der muss eine richtig gute Stadthand mal vom Mana abgesehen haben, dass er das Risiko eingegangen ist. Aus den gerade neuen Handkarten. Ach, das so, der Rahmen sieht hier so komisch aus. Okay. Na, geht doch. So, passt auf, ich sag euch, was wir machen. Wir haben 5 Mana. Wir spielen den direkt aus, dadurch kriegt er einen plus 1 Marke. Am nächsten Zug kostet das uns dann nur 5. Und dann haben wir den schon mal draußen. Und wir gedulden uns. Entzieht deine Wahl 2 Schaden zu nehmen. Alles andere an Ziel wäre dumm. Erstmal angreifen nun. So, jetzt heilen uns. Beziehungsweise, was heißt heilen uns? Jetzt haben wir den und kommen damit ganz schön viel weiter. Kann ich schon auf 10 runter? Ja gut, das wird halt relativ hohe Werte, muss man sagen. Das Problem ist, ihm fehlt das Mana für die Flächenzerstörung und höchstwahrscheinlich hat er die nur. In dem Moment wäre es auch mal spannend, wenn man die Hand sehen könnte, wenn ein Gegner verliert. Aber hat man halt nicht. In dem Turnier wäre es auch unfair, die Regel, muss ich sagen.
Nebenbei tolle Deckenhüllen erwartet, oder? Finde ich ja genial. Na komm, du erwartest jetzt nicht, dass ich die Zeit ablaufen lasse. Gut. So, und wir warten. Also wenn der nächste Zug ja Fett Mana, weil der auch Fett Flächenzerstörung hat, will ich da jetzt nicht als 4 rauskloppen. Das sieht für uns aktuell jetzt gut aus, das gebe ich zu. Das kann sich aber ganz schnell ändern, wenn der uns die ganze Armee hier wegknallt. Ich hätte ihn noch tappen sollen, ist egal. So, und jetzt muss er nämlich aktiv werden mit einer Flächenzerstörung. Oder wenigstens den irgendwie wegkriegen, weil sonst hat er ein Problem. Okay, hat er Blocker. Ja, die ganzen oben drin anscheinend, okay. Deswegen, wir machen jetzt so keinen Druck. Wenn wir zu viele Handkarten hätten, dann könnten wir sinnlose Opfer bringen. Aber so lassen wir das lieber. So, schauen wir, was er macht. Er hält schon Leben. Man sollte trotzdem noch was rausfahren. Ja gut, dann hat er jetzt wahrscheinlich verloren. Seine etwas Spontanes. Oh, vierklettrige Kleeblatt. Kleeblatt, boah, auch geil. Ja, ich gehe jetzt davon aus, dass er nichts mehr hat. Deswegen spielen wir einfach mal massiv offensiv. Ach, das falsche gewählt. Okay. Mein Fehler. 3. Gut. Ne, dann bleibt noch am Leben. So, mal schauen, was er macht. Vielleicht hat er ja tatsächlich was auf der Hand. Dann war mein Fehler nicht umsonst. Ich hätte jetzt eigentlich sonst den richtig gespielt. Und den, dann hätte der 6 und zusammen hätten die 9. So, jetzt mein Angriffssegment. Jetzt muss er spätestens tätig werden. Ja, Dörfer verspielt. Ist okay. Passiert. So, jetzt aber. Komm, Flächenzerstörung. Wir warten alle drauf. Du hast 5 Mana. Das reicht eigentlich für jede Flächenzerstörung. Ja komm, du hast 5 Mana und eine volle Hand. Da muss doch was bei sein. Hast du trotzdem verloren. Also ich weiß nicht genau, was hier kommt. Ich greife jetzt einfach mal an. Weil er keinen Lesungsknopf oder so hat. Das ist jetzt komisch. Ich hatte mit mehr gerechnet. Aber gut, er hat höchstwahrscheinlich auch einen Fehler gespielt. Ich bin mir relativ sicher, dass er eine hat. Ja gut, das war zugegebenermaßen eine recht langweilige Partie. Aber zumindest habt ihr mal gesehen, wie das Deck funktioniert. Ich hätte es gerne mal ausgereizt. Naja, man kann nicht alles haben. Ich verabschiede mich dann. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, es war trotzdem ein bisschen interessant für euch. Und würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!